Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute bin ich mal wieder für euch in Warlords of Draenor unterwegs. Beziehungsweise, um das ein bisschen näher zu bestimmen, bin ich hier auf dem westlichen Plateau oberhalb von Shattra. Und hier wollte ich euch wieder so einen kleinen Pet-Guide präsentieren. Und dazu habe ich mir hier schon den Boss gesucht. Und zwar ist das Orimo der Beobachter. Und diesen müssen wir töten, um das Pet Auge des Beobachters zu halten. Und um diesen angreifen zu können, müssen wir hier diese Runen aktivieren. Und ihr seht schon, wir brauchen hier fünf Spieler, die sich gleichzeitig auf alle fünf Runen verteilen, um dementsprechend den Boss freizuschalten. Ja, der Boss an sich ist jetzt eigentlich weniger das Problem. Sogar sein Life skaliert nicht mal hoch mit mehreren Leuten. Also das ist hier relativ easy. Ihr seht auch, ich habe das hier nicht beschleunigt. Der geht auch sehr, sehr schnell down. Und ich hatte hier Glück, habe das Bett bekommen. Das ist am Rande erwähnt übrigens kein 100% Drop, also sprich, die anderen aus der Gruppe, da hat es glaube ich nur noch zwei Leute Glück gehabt, das haben leider nicht alle gekriegt, also das werden wir wahrscheinlich hier nochmal wiederholen mit der Gruppe. Aber dementsprechend seht ihr, wenn man Glück hat, dann erhält man hier dieses schicke Pet. Sieht übrigens genauso aus wie der Boss auch, beziehungsweise vielleicht habt ihr auch schon Ähnlichkeiten mit dem Boss aus dem Thron des Donners, Dorumu, festgestellt. Der hat natürlich das gleiche Model wie der Boss hier Oromur, als auch das Pet an sich. Ja, und damit wären wir auch schon wieder am Ende von dem Video. So, an der Stelle wollte ich mich aber noch bei Razer bedanken. Der hat mir nämlich freundlicherweise dieses Hassfunken Junior Pet geschenkt, das man ja bei Ragnaros aus dem Geburtstagsevent erhält. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, denn das erspart mir den ein oder anderen weiteren Run in dieser MC-Instanz. Wer das Ganze selbst schon angegangen hat, der weiß ja, dass da Leute rumrennen. Ich würde jetzt mal das beschreiben, die suboptimal spielen und das ist einfach nur eine Tortur, sich da durchzuquälen. Von dem her, vielen, vielen Dank für das Pet. Und ja, an der Stelle verabschiede ich mich dann. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Beziehungsweise, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.